heißt Paule und ist ein Sakerfalkenterze. Wie gesagt, das Männchen als Gegenform. Ne? So, das, was ich hier trage, wird nicht so getragen, wie ich es jetzt trage, sondern es ist eine Falkentrage. Dann haben wir jetzt, müssten es 5 Frauen mit Vogel sein, ne? Jetzt nehme ich ihm die Beute ab. Dazu brauche ich
schnellstens ein Kükenbein. Das habe ich jetzt. Und wir nehmen. Ah ja, ist schon fertig. Nee, ist noch was dran. Wir nehmen den Vogel ab von der Beute. Meine Tasche wird jetzt mein zweiter Handschuh. Schützt die Hand, die keinen Handschuh hat. Ja. Zusammengenäht. Er konnte nur noch hell und dunkel unterscheiden. Und so wurde der gezähmt, bis er so mürbe war, dass er im Grunde auf alle Sachen reagierte. Dann wurde das aufgeschnitten. Jetzt kam der Blick des Falken. Der Blick des Falken heißt, er sieht in 2 Kilometer Entfernung eine wachtelnde Taube. 2 Kilometer. Sie zum Beispiel, Sie tragen ja eine Brille und Ihr Optiker wäre, wenn Sie die Augen des Falken hatte, eigentlich arbeitslos. Weil Sie könnte in 300 Meter Entfernung die Sächsische Zeitung lesen. Und wer das kann, können wir gleich klären. Der abonniert nicht, der liest beim Nachbarn mit. Ne? So, das dazu. Der Vogel kommt zu Fuß. Na komm mal auf. Flügelspanne, Eingewicht 3,5 Kilogramm, das Weibchen.